des Kindes, wir haben es noch für einen Künstler und Kind gebracht. Ja, das Erfinderische, der Künstler ist einmalig, einzigartig und jedes Kind, wer Kinder großgezogen hat, und ich habe so einige großgezogen in verschiedenen Zeiten, der ist überrascht von, unabhängig jetzt von dem Sozialverhalten oder den sogenannten kognitiven Möglichkeiten, auch von den motorischen Möglichkeiten, der ist überrascht von dieser Schaffensfreude und der Möglichkeit, ganz individuelle Gestalten zu schaffen, wie der Künstler, wie der Goethe, einmalig individuelle Gestalten. Und das Kind wird gar nicht in den Erwartungszusammenhang und Beglückungszusammenhang mit den Erwachsenen einer Gesellschaft gestellt. Der Künstler hat es schwer und die Kinder haben es auch schwer, wenn ich die so parallelisieren darf. Und das Glückliche für mich immer und für Sie, die sich damit in dieser Welt genauso sind, ist, dass diese Kinder, diese Schöpfer, sich nicht kaputt kriegen lassen, wie der Künstler, wie der widersprechende Abiturient oder Nörgelnde angeblich oder so, alles Mögliche. Die lassen sich nicht kaputt kriegen. Kinder entwickeln Strategien des Überlebens und der Künstler wird auch seine Strategien des Überlebens entwickeln und sein Schöpfertum teilweise geheim halten, teilweise in eher konforme Formen gießen, aber im Grunde weiß er, ich will die nicht konforme, ich will die ganz individuelle Gestalt. Und jeder von Ihnen, von uns, hat dieses geheime Wissen auch, dass er diese individuelle Gestaltung für sich verlangt und damit seine eigene im weitesten Sinne Genialität einfordert. Das ist nicht konform. Das Nicht-Konforme. Ne? Okay. Hat es so weit beantwortet? Ja, also für mich noch die Frage auch mit dem Goethe verbunden, aber auch mit Diskussionen, die heute gerade zum Beispiel bei Jugendlichen, die so Inselbegabungen haben. Ja. Ja, also die, also den ganz gravierenden Fall, den man den Autisten, wobei es dann jetzt nicht Autisten sind, die jetzt tatsächlich geistig krank sind, gibt es ja auch in der aber die dann halt eine Ausprägung haben, eine Konzentrationsfähigkeit auf einem Gebiet hin, wo man als Außenstehender sagt, genial. Ja, so, und für mich die Frage auch bei Goethe, der Goethe ist bestimmt ein genialer Mensch im Sinne, dass er Literatur in dem Bereich gewirkt hat und im anderen Bereich auch, also Naturwissenschaften, aber Steiner zum Beispiel. Ja, in diesem Einfluss her, aber es gibt ja auch eine Diskussion zum Beispiel, was seine politischen Ambitionen angeht, ja? Ja. Wo man schon fragen kann, passt das vom moralischen her, von der, also was zur Zeit ist, Napoleon und diese Kantschaften. Also ich weiß, es gibt auch kritische Aspekte bei Goethe, wo ich eigentlich hinaus will, ist die Frage ist, was ist denn das Geniale? Wer bestimmt denn, was genial ist? Ja? Und wenn der Goethe so einen Blick drauf gibt, also vielleicht ist das Einfache, das ganz Einfache auch schon genial. Wenn es im Grunde genommen, wie Sie ihn andeuten, mit dieser Individualität, aus dieser Individualität geboren ist, aus diesem Bewusstsein heraus. Ja. Und das ist eine schwierige Frage, die Sie stellen, aber ich glaube auch, dass man sagt, genial ist das, was nicht, ich bin jetzt in der Goethe-Sprache, keine Nachahmung ist. Ne? Die kennen hier in dem Text auch, da spielt die Nachahmung und die Nachahmung, fabrikationsmäßige Nachahmung und so weiter, kommt am Schlussteil des Textes. Und auch, er macht es in der Kunst, aber auch ganz kurz angedeutet, im Reden, im Denken, ne? Die Nachahmung. Die haben wir schon vorher in der Tradition. Das ist das Nicht-Genial, das ist Konventionelle. Ich habe so ein bisschen konventionell gegen postkonventionell gesetzt und damit haben wir ob alles postkonventionelle schon genial ist, da kann man Stufungen bringen. Ich habe auch ein Problem zu lesen, aber im Bereich der Moral, das kann man mal lassen, aber da ist man schöpferisch. Und Goethe
ursprünglich, wir kannten gar keine Möglichkeit nachahmen. Und wir produzierten spontan und glücklich und wir sahen die Freude in dem spontanen Schaffen von Gestalten und Zerstören von Gestalten. Klar. Ne? Kinder schaffen und klar, wie der Dionysos im Grunde, ja, die dionysische Existenz. Und da
spiegeln, das ist unverfänglich. Wie spiegeln sich diese Verhältnisse in den Künstler, im Selbstgefühl des Künstlers? Goethe fühlt sich bedroht und traurig, im Grunde als in der letzte Mohikaner. Die Gesellschaft raubt ihm im Grunde das Lebensglück und verdammt ihn zu einer autistischen, isolierten Existenz. Anders kann er sich gar nicht retten. Und die Künstler, die wir sie kennen und die ich kenne und die Dichter, die ich gerne lese, das sind große Autisten, die eine Art Strategie entwickelt haben, dass sie sich gegen den vordergründig fordernden Zusammenhang von Gesellschaft, sprich gesellschaftlichen Institutionen, sperren und die ein Gutes oder Geniales für sich entwerfen und ihren Lebenssinn darin finden. Also Goethes vom Duktus der Argumentation, er braucht Soziologie nicht. Aber die Völkerpsychologie kam durch seinen Freund, in Anführungsstrichen schon Herder, schon gewaltig in die Diskussion. Und er hat bei Herder, den er teilweise nicht richtig verstanden hat und ewig Kämpfe gehabt hat, aber er hat bei Herder grundsätzlich gemerkt, dass eine Theorie psychologisch, ich nehme jetzt unsere Sprache, psychologisch und entsprechend nationalökonomisch, soziologisch, das war die Vorform der Soziologie, argumentieren muss. Und er geht schon in diese Pluralität der Theoriebegründung. Okay. Darf ich lassen? So viel. Ne? Also die Pädagogik für uns, ja, wenn man eine Pädagogik entwirft, müsste man auch in Goethe psychologisch und soziologisch argumentieren, aber nicht in der Form, wie wir das von den Wissenschaften des 20. Jahrhunderts her kennen. Nicht nur so in dieser Form, sondern das sind Dimensionen der Argumentation, die können Marx sehr schön mit hineinnehmen, die können Kulturtheorie hineinnehmen. Da können wir als Pädagogik, wenn wir geschichtlich denken, die Forderung, ja, was hat die theoretische Form des Bildungsideals oder der Pädagogik, der Erziehungswissenschaft mit dem gesellschaftlichen Wandel und den Wandel ab wann und so weiter, epochal versucht Goethe es ja einzuordnen, entsprechend zu tun. Eine Pädagogik muss diesen gesellschaftlichen, das leistet eine Soziologie nicht, sondern mit Tönnies und Herrn Bellebaum und jetzt so meinen Kollegen, eine kulturwissenschaftliche Soziologie, ja, von Wiese, Schüler, Bellebaum und so weiter, auch Leopold von Wiese, diese Form der Soziologie, die Pädagogik in ihr Instrumentarium der Begründung hineinnehmen muss. Die Soziologen machen uns das vor. Herr Hecklage, Herr Bellebaum, jetzt hier, das sind ja meine Kollegen dann und Mitarbeiter, ich bin deren Mitarbeiter, nicht wie mein. Da haben wir eine Form, wie Wissenschaften sich verständigen über ihren systematisch-historischen Anspruch und wir Pädagogen und die Mainzer sind gut genug, weil sie alle sehr unterschiedliche Möglichkeiten mitbringen, diese Begründungsleistung für die Erziehungswissenschaft auch vollziehen. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache mal ein bisschen Reformpädagogik, das mache ich auch und so weiter, aber dann geht man selbstverständlich in diese Kreise und die Pädagogik war eine Zeit lang, auch in der Nazizeit oder in den 50er Jahren oder in den 60er Jahren, im Grunde blind für eine soziologische und nationalkritische Perspektive und hat dann die
Soziologie in Brühwürfelform und Maggiform als kurze Ergänzung der Erziehungswissenschaft hineingeholt. Teilweise ist das sehr, sehr schön gediehen. Aber ich möchte den grundsätzlichen Auftrag der Pädagogik, dass sie das Verhältnis zwischen psychischen und kulturellen nationalen Zusammenhang entsprechend ausdrücklich behandelt. Sie sehen es daran, dass wir da hin sind. Wir haben erst recht spät, in den 70er Jahren, durch Klatten und so weiter, die nationalen Verstrickungen, auch die nationalen sozialistischen Verstrickungen zum Thema gemacht. Wir haben die Pädagogik behandelt, auch Lohn und so weiter, wunderschöne Sachen, aber ohne den Zusammenhang einer nationalpolitischen, sozialen, kulturell-geschichtlichen Perspektive. Das wäre eine andere Form von kritischer Pädagogik. Ne? Da ist noch einiges zu tun. Okay. Darf ich weitermachen? Das war die These 4. Ne? Ach, das wird zu langweilig. Die These 5. Das ist jetzt eine Binnenwelt. Also jetzt, wir haben Außenwelt, Innenwelt und jetzt wird die Innenwelt mit ihren Kriterien geschildert, auch an Zeit. Und wenn ich zu langweilig bin, dann müssen Sie mir ein Zeichen geben. Dann sagen wir es ein bisschen kürzer. Ich spiele es durch, weil ich glaube, dass das Beste auch für Sie ist, wenn ich es so durchspiele, wie ich es kann. Und manchmal kann man es vielleicht für Sie schöner und kürzer zusammenfassen. Aber ich habe ja immer gekannt, das Bild von Ihnen und daran orientiere ich mich. Ich bin zwar autistisch, aber nicht egoistisch. Okay. 4. 5. Ein Spaß für mich war, so im Blöden aller selbstverständlichen Gliederung von Gedanken. Aber wie hat er im Grunde seine Sache aufgebaut? Und ich glaube, er hat sie ganz intuitiv entworfen, wie wir vorhin vom Genie gesprochen haben. Und wir entdecken, wir Epikuren entdecken dann die Gliederung, das Filigran seiner Gedanken. Wir können 4, 5, manchmal ist vielleicht etwas nicht ganz schlüssig, manchmal auch nur von uns herausgehoben und wir hätten was anderes herausheben müssen. Aber wir versuchen ja, die filigrane Struktur seines Denkens darzuzeichnen. Ne? Den Entwicklungsgedanken seines Denkens. Und den, ich glaube, bisher haben wir ihn ziemlich entdecken können. Und das ist so von ihm intuitiv, dass er die Gliederung vorweggenommen hat. Er musste schreiben. Und wir haben ja keinen Computer und hier und alles handschriftlich und dann war es und endgültig. Und da musste die Gliederung des Gedankens im Grunde vorbereitet sein, grundsätzlich gedacht sein. Wie früher, als wir noch Texte immer mit der Hand schreiben. Entschuldigung, Sie wollten was sagen. Entschuldigen Sie, ich hatte die Frage, und zwar These 5, also von der Struktur her, das wunderbar, wie Sie das für uns so aufschließen, ja, und dann eben diese Thesen herausarbeiten. Ich habe jetzt allerdings das Problem, die These 5 vom Textverlauf her irgendwo einsetzen zu können. Ja. Das, ja. Damit ich es so ein bisschen übertragen kann, diese Ausgabe, die Sie haben. Ich mache es jetzt gleich noch ein bisschen deutlicher. Haben Sie etwas Geduld? Ja. Dann kommen Sie mit in der Tat. Die These da, Unterschied ist, dass es gibt unterschiedlichen Reichtum, so fange ich an. Damit können Sie es festmachen. Und die Unterscheidung zwischen Würde und Preis im Text. Ewig bleibender Wert, der echte Künstler. Und der mechanische Arbeiter unbedingt gleichgültig neu der fetische
das verstehen kann. Aber na, im Ganzen ist der Luxus pejorativ dargestellt, hedonistisch dargestellt. Luxus, hedonistisch auf Lust aus, augenblicklich Genuss eines großen Reichtums. Also Luxus und Reichtum. Es gibt unterschiedlichen Reichtum. Ne? Luxus ist ein Reichtum, der im Grunde produktiv ist, aber wir haben eine andere Form des Reichtums. Er wird Reichtum nennen, er wird den Prinz Borghese nennen. Ne? Das ist eine andere Form, das ist ein Luxus. Das, ne? Da muss man erst so ein bisschen suchen, aber darf ich einfach mal so zusammennehmen. Wir können reich sein, wir Menschen können reich sein in unterschiedlicher Form und wir können auch Luxus haben, aber Luxus ist ein Reichtum besonderer Art. Ne? Da muss man die spezifische Differenz hinsetzen und der Luxus, auf den die Zeit drängt auch und im Grunde bringt eine Theorie des Angebers, des Trotzes, da will man zeigen, was man hat. Und Luxus und anderer Reichtum. So würde ich das mal gegeneinander setzen. Der Luxus, der spielt auf das Gehabe als die Wichtigtuerei, die anderen bringe ich in den Neid. Ich habe eine ganze Menge und die Kategorie des Neuen, Luxus. Das ist das. Luxus ist das goldene Kalb, ne? Das umtanzt wird im Grunde zu dem 19. Jahrhundert. Luxus. Und ja, wir haben ja auch zum Beispiel, wenn ich Reiseprospekte, ne? Und Immobilien, Luxuswälder und so weiter und so fort. Goethe wird auch seinen Luxus darin wiedererkennen. Luxus. Ne? Und Goethe öffnet die semantischen Horizonte. Ihr müsst mit Luxus ist keine letzte Kategorie, sondern ich werde sie bestimmen. Und es gibt eine andere Form des Reichtums, die ich ganz besonders schätze. Ne? Die wird er bildungstheoretisch interpretieren. Ich dachte, haben wir die Seiten jetzt gar nicht mehr. Und ich, Herr Ludwig, ich hatte mal den Kant und die Kritik der Urteilskraft da genannt und ich habe für mich selbst für einen angeschrieben, Kritik der Urteilskraft. Jetzt wird die Orientierung an Würde und Preis ist im Grunde ein Anachronismus aus der Urteilskraft und aus der Beschäftigung mit Kant. Ich weiß es genau, er hat Jahre zuvor die Kritik der Urteilskraft begrüßt, er hat ganz neuen Kant gesehen, er hat die Kritik der reinen Vernunft nicht verstanden und die Kritik der gottischen Vernunft auch nicht verstanden. Als Künstler, ne? Hat er Grenzen. Und, aber die Kritik der Urteilskraft, das war die Analyse der Künstlerexistenz in seinem Verständnis. Da wurde seine künstlerische Vernunft und seine künstlerische Logik auf den Begriff gebracht. Und Preis ist etwas Temporäres, etwas Intermediäres, Vergängliches. Würde ist etwas zeitlos Gültiges. Ne? Die Würde des Menschen, der Preis des Menschen, ne? Da müsste ich ganz woanders hingehen, wenn ich jemanden nach dem Preis frage. Aber wenn ich jemanden nach der Würde frage, da frage ich nach einem Absolutum. Ne? Und
einfach von der Erfahrung des Künstlers. Künstler gleich Würde, Kind gleich Würde und Arbeiter gleich Preis, Entrepreneur, Unternehmer, Schreiber im Spiegel oder im Stern oder sonst wie. Ich lese das Stern nicht, den lasse ich lesen, aber den Spiegel, den lese ich als online selbst. Also ich habe es ein bisschen verwundet. Wir leben in der Welt auch der Arbeitswelt, der mechanischen, der begänglichen Welt und gleichzeitig der künstlerischen Welt. Die Journalisten sind Adepten des Preises und die Künstler sind Adepten der Würde. Und die Künstler sind arme Hunde und verachtet und hauen sich im Grunde mit Preisen durch das Leben, Witz für sich. Ihre Würde ist gesellschaftlich nicht gewahrt im Grunde. Das sind alle Liebe und das war Preise vergeben und zwar die in der akademischen Welt und dann die grundsätzlichen Dinge sind im Bach runter und dann erfinden wir eine Preiskultur, ne? Und eine Exzellenzkultur und so weiter. Ich will das, wie jeder weiß, welche Namen da gemeint sind, aber hier im Grunde sagt Goethe, die Verachtung des Künstlers bedeutet, die Mentalität des Preises ist dominant geworden. Und ich glaube, die Situation, die man heute hat, ist ähnlich. Und ich habe erinnert an ihre eigene Entwicklungsgeschichte, dass diese Dinge, wie Goethe auch sagt, im Grunde denkt der Mensch nach Preis und Würde. Und jeder, der eine nicht traumatisierte, beschädigte Lebensgeschichte, Entwicklungsgeschichte hat, hat auch noch beide Formen in sich. Und die größte Kränkung ist, dass man ihm die Würde abspricht, auch der Vater und der gemeine Lehrer. Und der Preis, auch ja, er wird mit dem Preis, die Preiskategorie kriegt jeder Schüler schon mit der Schule. Ne? Da wird er für Griechen, da kommt er in die Fabrik werden. Ich weiß nicht, dass sie die Lehrer haben, ne? Die Studienräte, auch ich kenne die. Hab jahrelang gearbeitet. Und die Welt des Preises, machen wir es mal so: die Welt des Vergleichens. Und das ist etwas grundsätzlich nicht Neues. Ist klar, eine Klasse, die entwertet schon eine andere Klasse. Und ein Abschluss entwertet den anderen und macht neidisch den anderen Abschluss und lässt in das illusorische Rennen stürmen, dass die Menschen im Grunde für ihr Lebenselixier haben. Der Künstler hat eine andere Zeitlichkeit, das ist bei Goethe. Eine ganz andere Zeitlichkeit und Wertigkeit und aber nicht das Gymnasium und die Fachhochschule und die Universität und was das sein mag, sondern da haben wir gar keine Kategorie des mechanisch-progressiven, sondern eine zirkuläre Kategorie. Da werde ich noch etwas zu sagen. Aber jetzt erstmal dieser anthropologische, wollte ich sagen, der anthropologische Unterschied von uns allen, wenn wir Texte lesen und wenn wir Menschen zu Menschen Stellung nehmen unter der Kategorie der Würde und des Preises. Die Studenten sehen Professoren unter der Kategorie des Preises. Ne? So klar. Und die Professoren sehen und die Lehrer sehen auch die Schüler unter der Kategorie des Preises. Quantifizieren, relational, wie man alles will. Und aber auch ein guter Pädagoge sieht seine Schüler unter der Kategorie der Würde. Ne? Eine ganz andere Perspektive. Und das kantische Motiv in der künstlerischen Einformung durch Goethe ist, glaube ich, ganz wesentlich, auch in der Jetztzeit. Ich kann keine Politiker hören, dann schalte ich um und aus und beobachte die nur. Ich schalte ich den Ton aus und beobachte sie dann. Das ist eine andere Welt. Aber die Würde, die uns in der
das Beispiel nicht durch. Ich übersetze ein bisschen, weil ich meine Schwierigkeiten damit habe. Ich habe die Schwierigkeiten schnell durch. Den Besitz, glaube ich, konzentrieren wir sie. Ne? Klar, da werden reiche Leute aus Italien, die werden als Elite der Würde, als Elite des Kulturellen, des Künstlerischen Empfindens dargestellt. Klar, damit sind die Besitzenden im Grunde ein Bollwerk auf die Weimarer Fürstenfamilie, ein Bollwerk der Kultur und ein Bollwerk, wie wir es hatten, der Würde. Und ich glaube, dass in der Tat, selbst Adorno hat noch das 19. Jahrhundert das Bildungsbürgertum in diesem Sinne als Soziologe eingeordnet. Und ich glaube auch, es ist richtig, dass man den Gedanken hier der Philosophen und der Künstler retten kann, indem er an einen bestimmten sozialen Stand vorübergehend gebunden wird. Sie werden sich für diesen Gedanken stark machen. Die kleinen Neuland einen Kant gelesen und die Urteilskraft und sonst was. Klar, die würden sich verwohnt fühlen, aber es ist ein Gedanke, der, und der Text deutet das an. Ich bin da nicht, das ist wirklich so. Ein bestimmter Stand bringt diesen Würdegedanken durch die Geschichte und macht ihn dann generationsübergreifend generalisierbar, sozial generalisierbar. Wir haben voriges Semester den John Locke gehabt mit seinen Gedanken, und da auch die Möglichkeit, dass man dieses Ideal, Sie haben auch, glaube ich, in Ihrer Arbeit, habe ich das schon mal gelesen, wo dieser Gedanke dann die ständischen Grenzen der Verfechter im Grunde überschreitet. Und bei John Locke war das so gedacht, Goethe ist teilweise konservativer, aber das ist auch so gedacht, sogar ganz differenziert, ja, da komme ich jetzt im Moment nicht zu, ganz differenziert, dass er die Innenwelt eines Gedankens, das sind die Reichen, die Kultivierten, die Gebildeten, und die Außenwelt, die zukünftige Außenwelt eines Gedankens unterscheidet. Ich mache es mal jetzt ganz einfach, kann jetzt in der Minute gar nichts mehr von dem Manuskript ablesen, mache ich das so gerne nach. Er macht, der Gedanke hat eine Innenwelt und die Innenwelt hat geschichtlich ihr Recht, vorläufig ihr Recht. Und das Bürgertum und die Adligen haben vorläufig ihr Recht. Und das muss ich auch so sehen, auch so und die Adligen und so weiter, als Verfechter eines Gedankens, der im Grunde ihre eigene soziale Schicht aufbricht, ne? Öffnet. Die großen Aufklärer waren,
kleiner, bewahrender Gott.